Leiten Sie perfekt zusammen mit der Kreisvolkshochschule. Begrüßen Sie mit mir den Vorsitzenden Bernd Rohner aus Hauenstein, der Baskau Fotokreis. Servus, Bernd. Ja, lieber Bernd, ihr fällt immer ganz besonders erstens mal durch eure Bildqualität aus und Sie stellen, glaube ich, im Amtsgericht aus, genau, mit weit über 60 Bilder sind es, glaube ich, wieder. Circa 60 Bilder, ja. Ja, sind circa 60 Bilder, die unglaublich breite Fächerung fällt mir bei euch immer auf, von hervorragenden Beauty-Fashion-Fotografen bis hin zu ganz klassischen, geraden Architekturfotografie ist alles vorhanden. Und das macht euren Verein so spannend. Aber ihr fällt ganz besonders immer auf, in meinen Augen, durch die Weiterbildung und Fortbildung, die ihr den Menschen bietet, zusammen mit der Kreisvolkshochschule. Ja, Harald, also, wir sind kein Verein. Ihr seid gar kein Verein. Wir sind wieder einen Fehler gemacht. Ja. Wir sind ein Teil der Volkshochschule. Ach so. Eine gut, kleine Unterabteilung als Lehrer, Bildungsauftrag. Okay. Und der äußert sich dadurch, dass wir Kurse geben. Genau. Weiter mehr. Ja, also wir geben Kurse zu jedem Bereich der Fotografie, vielleicht außer Akt. Aber ansonsten haben wir schon jegliche Landschaftsfotografie, Makro, Porträts, Ministudio, großes Studio, alles Mögliche legen wir ab. Die Kurse sind ausgeschrieben im Katalog der Volkshochschule und jeder, der Interesse hat, kann sie besuchen. Okay, wunderbar. Also ich sehe immer, dass die Kurse immer ausgebucht sind und dass sie unglaublich gut ankommen und dass sie auch im Bereich Fotografie gerade schon sehr viel bewirkt hat. Und das wollen wir immer wieder unterstützen, indem wir hier die Ausstellung bei den Fototagen machen. Dafür danke ich dir und wünsche euch ein gutes Händchen in der Weiterbildung und Fortbildung der Menschen. Vielen Dank, Bernd Rohner. Dankeschön. Meine Damen und Herren, ein Verein, der ganz besonders hier immer wieder nach vorne prescht, der immer wieder neue Ideen einbringt, das sind die Kunstprozesse im Pirmasens. Das ist ja nicht nur ein Verein, der Fotografie lebt, sondern der auch andere Arten der Kunst betreibt. So unter anderem Malerei, Skulpturen erstellt. Und dadurch ist die Fotografie von diesem Verein völlig anders geschichtet wie von dem Rest der anderen Fotovereine. Meine Damen und Herren, ich möchte Herrn Klaus Kadel von den Kunstprozessen zu uns auf die Bühne bitten. Hallo Klaus. Ja Klaus, ich habe es ja schon gesagt, eure Fotografie ist immer etwas anderes von den anderen Vereinen, weil ihr einfach nicht aus der Fotografie aus Ludwigshafen. Vielen Dank, Herr Keller. Hallo Herr Keller. Hallo. Erzählen Sie uns mal, wie Sie zu diesen Fotoreisen überhaupt kommen, wie das der Grundgedanke entstanden ist. Grundgedanke ist ganz klar. Fototour, Fotoreise, Konzentration auf das Ziel, Bilder zu machen in der Gemeinschaft. Wir sind eine Fotoarbeitsgemeinschaft, auch geschlossen an die Volkshochschule, Rhein-Pfalz-Kreis, früher mal Ludwigshafen. Genau. Jawohl. Und bei der Konzentration auf die Fotografie ist es natürlich dann bei Reisen besonders gut möglich, entsprechende Ergebnisse zu erzielen. Also ich finde es unglaublich spannend, die Qualität Ihrer Bilder anzusehen. Und ich habe es ja gesehen, wie gerade diese Reise durch unglaublich viele Diskussionen bei den Betrachtern auslöst. Viele haben gesagt, so, jetzt waren wir noch mal in Burgund gewesen. Schöner kann es ja nicht sein. Und das ist wunderschön, wenn man sonst ein Kompliment bekommt, wenn man diese Bilder zeigt und vermittelt. Also ich denke, ein großes Kompliment an Ihren Verein, an Sie. Und ich möchte mich mit der Moni hier bei Ihnen bedanken, mit einem Fläschchen Wein. Bringen Sie das rüber in den Rhein-Pfalz-Kreis. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Vielen Dank. Zu danken, Pirmasens, zu danken. Und zwar für die Pirmasenser Fototage, aber gleichzeitig auch dem Skiclub Pirmasens,
Da waren gerade vor 14 Tagen in den Vogesen. Vielen Dank für die Gastfreundschaft in der Pirmasensa-Hütte im Schnepfenried. Genau. Vielen Dank. Also, meine Damen und Herren, Sie sehen, Ludwigshafen, Pirmasensa, in Verpflichtung.